Ich konnte gerade den Generalkonsul aus Frankfurt begrüßen und das ist natürlich dann eine große Ehre, solche Herrschaften dann natürlich dann hier bei uns in Hamburg-Meinberg begrüßen zu dürfen. Dafür sind wir Yoga Vidya recht dankbar dafür, weil wir als Gesundheitsstandort durch Yoga Vidya einen zusätzlichen Punkt bekommen haben, um unsere Gesundheitsstandort dann weiterhin auszubauen. Also wir setzen sehr viel, Energie da rein, unseren Standort hier weiterzuentwickeln. Und da ist Yoga Vidya ein wesentlicher Baustein mit dazu. Und das wäre natürlich überhaupt nicht in Ordnung, wenn man dann sagen würde, von wegen Yoga Vidya wird dann durch irgendwelche Einschränkungen dann an der Stelle dann halt eben, ja, darf ich das so sagen, vom Markt genommen. Und deswegen wünschen wir Yoga Vidya, dass man sich dort einigen kann und dass man dort, ein gutes Ergebnis erzielt. Im Sinne von uns allen. Vor Gericht und auf hoher See sagt man ja immer, ne, da muss man halt eben mal schauen. Aber ich gehe davon aus und ich hoffe das auch, dass es ein positives Ende für Yoga Vidya nimmt. Ich bin schon einige Male hier im Haus gewesen und habe dann immer wieder gesagt, beim nächsten Mal probiere ich dann aber auch an irgendwelchen Kursen mal dran teilzunehmen. In diesem Jahr soll man dann auf jeden Fall irgendwie mal in die Umsetzung kommen. Aber als Bürgermeister hat man halt eben momentan relativ viele Termine. Aber, bin ich dann ganz bei Yoga Vidya. Das Thema Achtsamkeit und das Thema auf sich selbst und auf seinen Körper zu hören, ist natürlich ein wichtiges, um mal in seinen Körper auch reinzuhören. Und dann bietet Yoga natürlich die besten Möglichkeiten.